Ende der 60er Jahre entwickelte das Suchoi Konstruktionsbüro den streng geheimen T-4 Raketenbomber. Eine 100 Tonnen schwere Titanmaschine mit einer Geschwindigkeit von Mach 3. Höher als die Geschwindigkeit jedes Jagdflugzeugs. Als die Amerikaner von dem neuen Flugzeug erfuhren, nannten sie es sofort Mörder der Flugzeugträger. Gleichzeitig haben sie selbst in absoluter Geheimhaltung an ihrer Antwort gearbeitet, an dem strategischen B-1-Bomber. Wenn sich die Länder auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges auf einen Kampf vorbereiteten, dann nur auf einen globalen. Es wurden auch nur dementsprechende Waffen hergestellt. Vor dem Hintergrund solcher Luftmonster schienen die Ideen des stellvertretenden Oberbefehlshabers der Luftwaffe, Alexander Efimov, ein Relikt aus alter Zeit zu sein. Um die Truppen zu unterstützen, brauchen wir ein spezielles Angriffsflugzeug. Damals riskierte der General ernsthaft seine Karriere, denn 1955 wurde die Sturmfliegerei offiziell abgeschafft, es waren also alle dagegen. Sowohl der Minister für Luftfahrtindustrie, Dementjew, als auch der Oberbefehlshaber Kutachow waren dagegen. Ein riesiger Bomber oder ein superschnelles Jagdflugzeug, das flößt Respekt ein. Und hier kommt jemand mit irgendeinem Angriffsflugzeug mit Unterschallgeschwindigkeit an. Deswegen wurde er auch wie ein hässliches Entlein behandelt. Überraschenderweise gehörte zunächst sogar der spätere Chefkonstrukteur dieses Flugzeugs, Wladimir Babak, zu seinen Hauptgegnern. Anscheinend dachten in der ersten Phase alle, genau wie ich, dass das nicht das Flugzeug sei, für das man zu dem Zeitpunkt Energie aufwenden müsse. Aber Efimov, der in der Vergangenheit selbst mit einem Angriffsflugzeug gekämpft hatte, war hartnäckig. Während einer Pause bei einem der Treffen kam der erfahrene Pilot mit Pavel Suchoi ins Gespräch. Wir sitzen also im Speisesaal, er rief die Kellnerin und sie servierte uns Tee oder irgendeinen Salat von gestern, keine Ahnung. Und ich sagte zu ihm, Pavel Osipovich, wir brauchen ein Angriffsflugzeug. Und er zu mir, verstehen Sie mich doch, Dementjew zerquetscht mich wegen diesem Angriffsflugzeug, damit ich auf gar keinen Fall damit weitermache. Und ich sagte zu ihm, hör mal. Du musst verstehen, dass ein solches Flugzeug wirklich notwendig ist. Dann nahm ich eine Papierserviette und skizzierte grob die Form des Flugzeugs. Man kann nur vermuten, was passiert wäre, wenn der Marshall keine Serviette zur Hand gehabt hätte. Und 10 Jahre später, im Jahr 1985, erschienen die ungewöhnlichen Umrisse des Flugzeugs, ähnlich einer Marshall-Skizze, auf dem Cover der tschechischen Zeitschrift Litektvi a Kosmonautika. Zwischen den Verbündeten des Warschauer Pakts brach ein echter Skandal aus. Die Flugzeuge auf dem Cover entpuppten sich als die neuesten sowjetischen Su-25 Angriffsflugzeuge. Zu dieser Zeit hatten die NATO-Staaten noch keine Fotos und inzwischen hatte das neue sowjetische Flugzeug die Mujahideen in Afghanistan 5 Jahre lang in Angst versetzt. Rhombus hieß die geheime Operation des Generalstabs, mit der 2 der neuesten Su-25 Kampfflugzeuge nach Afghanistan verlegt wurden. Das Flugzeug und die Waffen mussten unter realen Kampfbedingungen getestet werden. Die unglaubliche Zerstörungskraft einer volumetrischen, detonierenden Fliegerbombe ist legendär. Jetzt sehen Sie zum ersten Mal einzigartige Aufnahmen ihrer Explosion während der Tests, die nur in Zeitlupe zu sehen sind. Aus humanen Gründen wird solche Munition nur in Ausnahmefällen eingesetzt. Einigen Berichten zufolge wurden solche Bomben manchmal in den Bergen Afghanistans eingesetzt und halfen später, die Bergketten von Dagestan in den Regionen Karamachi und Chabanmachi von den Militanten zu säubern. Wir werfen konventionelle Bomben mit einer Genauigkeit von 30 Metern und gelenkte Bomben mit einer Genauigkeit von 4 bis 5 Metern aus einer Höhe von 5 Kilometern ab. In den späten 60er Jahren begannen die Arbeiten an der Su-25 praktisch illegal. Gleichzeitig wurden in den Vereinigten Staaten von Amerika 40 Millionen Dollar für die Entwicklung eines Angriffsflugzeugs bereitgestellt. Dabei wurden die Erfahrungen des Vietnamkrieges berücksichtigt. Das neue Angriffsflugzeug A-10 Thunderbolt der US-Armee erhielt den beleidigenden Spitznamen Warzenschwein. Die Su-25 erschien 2 Jahre später, 1975, und erwies sich dem amerikanischen Gegenstück als überlegen. Aber der Spitzname für die neue Maschine ließ auch nicht lange auf sich warten.
Ich sage, hör zu, hier ist unser Gretsch, auf Deutsch Sattkrähe. Ab da wurde die Su-25 wirklich Sattkrähe genannt. Offensichtlich hat der erste von mir genannte Name seine eigene Bedeutung, sein eigenes Leben bekommen. Gretsch, deutsch Sattkrähe, ist der gebräuchlichste Name für ein Angriffsflugzeug, den zukünftigen Held mehrerer Kriege und dutzender lokaler Konflikte. Das Flugzeug, dank dem Wladimir Babak später als Chefdesigner Karriere machen sollte, wurde ohne ihn entwickelt, aber 1981 kehrte Babak von Min Avia Prom zu seinem Heimatbüro Suchoi zurück. Damals ahnte er nicht, dass dieser Schritt sein gesamtes weiteres Schicksal für die nächsten 20 Jahre bestimmen würde. Ich habe das zuerst nicht verstanden, aber als ich dieses Flugzeug besser kennenlernte und mich damit tief auseinandergesetzt habe, dann war mir klar. Das, was Jura Iwaschitschkin zusammen mit Oleg Samoilowitsch entwickelt haben, war ein echtes Wunder für einen gewöhnlichen Piloten. Das heißt, heute können wir mit Sicherheit sagen, dass das Su-25-Flugzeug einer Panzerung für einen Ritter des Mittelalters entspricht. Ich musste zweimal in die schwierigste Situation geraten. Sowohl Raketen hatten mich abgeschossen von Sparrow, als auch Stinger. Aber wie Sie sehen, bin ich am Leben geblieben. Und vor allem bin ich diesem Flugzeug und dem Generalkonstrukteur dankbar. Das ist das Cockpit mit einer Titanpanzerung, die das Leben von Alexander Rutskoy gerettet hat. Es ist ein mächtiger Monolith. Es hält jede Munition stand, die innerhalb von 5 Meter explodiert. Die Piloten führten Kampfeinsätze sogar in den engen afghanischen Schluchten durch. Am Anfang hatten die Mujahedin keine Mittel, um mit dem neuen Angriffsflugzeug fertig zu werden. Aber bald änderte sich die Situation dramatisch. Die Schlucht war so angelegt, dass auf der anderen Seite praktisch eine Wand stand. Sie stand in einem steilen Winkel und Bäume wuchsen darauf. Deshalb krochen die Flugzeuge fast direkt an diesen Bäumen entlang. Das heißt, als sie zurückkamen, hatten sie sogar Überreste von Bäumen am Rumpf. Aber hinter diesem Berg saßen ein paar oder drei dieser Duschmanns und schossen auf die Flugzeuge aus nächster Nähe. Sie sahen, wie sie tauchen und dann herauskommen. Das Erscheinen tragbarer Flugabwehrsysteme unter den Mujahedin ist zu einem ernsthaften Problem geworden. An einem der Tage in verschiedenen Regionen Afghanistans starben 4 Piloten gleichzeitig. Am selben Tag beschädigte eine Flugabwehrrakete das Flugzeug von Konstantin Pavliyukov, einem engen Freund von Alexander Rutskoy. Es gibt eine spezielle Nische unter dem Sitz. Also es gibt eine solche Nische, die sieht so wie eine spezielle Aktentasche aus, mit einem Verschluss, einschließlich eines kurzen Maschinengewehrs. Also hat er bis zuletzt zurückgeschossen. Und als er sah, dass es keine Munition mehr gab, er hatte eine Granate und sprengte sich in die Luft. Er wartete darauf, dass die Duschmanns auftauchten, und als sie versuchten, ihn hochzuheben, sprengte er sich selbst in die Luft und sprengte die Duschmanns. Das war eine hoffnungslose Situation. Wie während des großen Vaterländischen Krieges zogen es die sowjetischen Piloten vor, zu sterben, anstatt sich zu ergeben. Sie wurden sehr grausam behandelt. Auch viele andere Piloten anderer Flugzeuge starben dort. Es ist grausam. Zuerst folterten sie sie und dann wurden sie getötet. Ein paar Tage später wurde Rutskoy selbst abgeschossen. Das Flugzeug rettete ihn vor dem sicheren Tod, aber nachdem er während des Kampfes ausgestiegen war, verlor er das Bewusstsein und wachte bereits in Gefangenschaft auf. Nun, dann schon sozusagen im Unbewussten, wie im Schlaf, hing ich an einem Stock. Als ich wieder zur Besinnung kam, schaute ich hoch. Meine Hände und Füße sind an einem Baumstamm gebunden und 2 von denen tragen mich zum Lager. So eine Situation war das. Also, es kann alles Mögliche im Leben passieren. Wäre ich bei Bewusstsein gewesen, wäre das Ergebnis wahrscheinlich dasselbe gewesen. Ich wäre nicht gefangen worden, denn nicht mal dem Feind wünscht man, gefangen genommen zu werden. Alexander Rutskoy wird später aus der Gefangenschaft befreit. Und dann verstanden die Militärkonstrukteure, dass das Problem der Stinger sofort gelöst werden musste. Sogar die Führung des Landes war besorgt,
Minister Silaev lud mich zu sich ein und sagte, entweder lösen wir dieses Problem schnell oder Sie sind kein Chefkonstrukteur mehr. Die Konstrukteure beschlossen, das Büro nicht zu verlassen, bis sie den Piloten geholfen hatten. Sie entwickelten in kürzester Zeit spezielle Hitzefallen für Flugabwehrraketen, die automatisch zurückfeuerten, ohne die Piloten vom Kampfeinsatz abzulenken. 60.000 Einsätze und nur 2 Tote. Wissen Sie, worin die größte Freude für einen Konstrukteur besteht? Für ihn besteht der größte Sieg in der Rettung eines Menschen während eines Kampfeinsatzes. Das automatische Schießen von Wärmefallen ist nur eine von vielen Ideen, die den Piloten in jeder Situation retten sollen. Viele dieser Entscheidungen stehen noch immer unter der Überschrift Geheim. Wie Tests gezeigt haben, hat die Titanpanzerung aufgrund der Kombination aus Härte und Flexibilität mit hoher spezifischer Festigkeit eine außergewöhnlich hohe Überlebensfähigkeit. Wenn die eingestellte Geschwindigkeit im berechneten Abschnitt erreicht ist, schalten sich die Bordsysteme ein, der Befehlsmechanismus wird ausgelöst. Die unglaubliche Zuverlässigkeit des Flugzeugs wurde durch duplizierte Steuerstäbe, gut platzierte Motoren und eine spezielle Konstruktion der Treibstofftanks sichergestellt. Sie wurden mit einer Schicht aus Polyurethan ausgestattet, die selbst kleine Löcher zusammenzog. Die Bedeutung dieses Polyurethanschaums besteht darin, das Volumen, in dem sich Kerosindampf befindet, in kleine Zellen zu unterteilen. Mit diesem Polymer ist eine ganze Spionagegeschichte verbunden. Polyurethanschaum wurde zu dieser Zeit in der UdSSR nicht hergestellt und die sowjetischen Geheimdienste entwickelten eine Mehrwegkombination mit Scheinfirmen einer Fabrik, die angeblich Matratzen herstellte. Später wurde natürlich die Produktion eingerichtet, aber selbst der Chefdesigner kannte dieses Schema zu dieser Zeit nicht. Der Schwarm wurde in Holland entwickelt. Wie ist er zu uns gekommen? Vielleicht über Bulgarien? Die außergewöhnliche Zuverlässigkeit des Kampfflugzeugs Su-25 wurde durch leistungsstarke Waffen ergänzt. Dieses Objekt verbirgt eine schreckliche Zerstörungskraft in Form von 300 Stahlsplittern. Das ist das Kampfelement einer Streubombe. 128 solcher Elemente, verpackt in nur einer Bombe, bedecken mit Fragmenten eine Fläche, die 11 Fußballfeldern entspricht. Dieses einzigartige Streumunitionstestmaterial dürfte erst nach zahlreichen Genehmigungen verwendet werden. Bisher war ihre Aktion nur im echten Kampf und nur einmal zu sehen gewesen. Nach der Trennung von Flugzeug öffnet sich die Kassette und es kommen die Streumunitionen raus, von denen jede Munition eine bestimmte Verwendung ist. Handelt es sich beispielsweise um betondurchdringende Elemente, so ist jedes von ihnen in der Lage, eine Landebahn zu zerstören. Und da sitzen diese jungen Adler. Sie sind 20, 22 Jahre alt. Das könnten meine Kinder sein. Verstehen Sie? Und ich muss Ihnen sagen, du, mein Freund, flieg los und hab keine Angst. Führe deinen Kampfauftrag aus. Es ist, als würde man seinen Sohn in den Tod schicken. Ich sage euch nicht umsonst, dass viele sich selbst gesprengt haben. Die Möglichkeit dazu gibt es ja hier. Wer weiß schon, was der Feind vorbereitet hat. Manchmal überstieg die Zahl der Einsätze alle zulässigen Normen. Aber die Kriegsgesetze sind unerbitterlich. Das Leben der Soldaten hing oft von dem Erfolg der Arbeit der Angriffspiloten ab. Und dann schaust du ihm in die Augen und sagst, komm schon Freund, flieg los. Und das ist heute sein 8. Flug, der 8. Können Sie sich vorstellen, wie es ist, wenn er 8-mal einen Kampfangriff ausführt, 8-mal sein Leben riskiert und 8-mal Munition abwirft? Und er weiß es und er wirft. Denn dort sitzen Leute und warten auf ihn. Wir führten Operationen durch, um die Fallschirmjäger zu sichern, und unsere Gruppen gingen zu einem Kampfeinsatz. Und du Schmatz greifen sie an. Währenddessen greift er sein Ziel an. Er greift 8-mal an. Und sie sagen zu ihm, mein Freund, wirf hier noch eine Bombe ab. Er sagt, nein, ich fliege jetzt weg. Ich fliege zurück zum Flugplatz. Ich komme zurück und werfe sie dann ab. Und sie sagen zu ihm, wenn du zurückkommst, gibt es uns nicht mehr. Von den Spezialisten des Konstruktionsbüros an der Front wurden ständig Änderungen an der Konstruktion des Flugzeugs vorgenommen, die seine Überlebensfähigkeit erhöhten. Das Ergebnis war phänomenal. Nur
nur einmal explodierte während regelmäßiger Tests direkt unter der Tragfläche eines Angriffsflugzeugs versehentlich eine Rakete, die sich nicht von der Halterung löste. Tatsächlich stellte sich heraus, dass 30 Kilo Sprengkopf unter dem Flugzeug explodierten, unter der Tragfläche des Flugzeugs. Überraschenderweise wurde der Pilot bei der Explosion nicht verletzt. Außerdem war er bereit, die Maschine nur mit dem übrig gebliebenen Motor zu landen und berichtete, dass er das Flugzeug normal steuern konnte. Um kein Risiko einzugehen, zwang das Kommando den Piloten jedoch zum Aussteigen. Wladimir Babak modernisierte das Flugzeug ständig und versuchte, alle Wünsche des Militärs zu berücksichtigen. Aber in einem Punkt stritt er mit ihnen, manchmal ohne sich mit Ausdrücken zurückzuhalten. Es ging darum, aus einem Serienangriffsflugzeug einen Zweisitzer zu machen. Es scheint vernünftig. Der eine pilotiert, der andere schießt. Aber Babak bewies, dass sich in diesem Fall das Risiko für Piloten um ein Vielfaches erhöht und beharrte auf seinem Standpunkt. Der einzige Zweisitzer war die Kampftrainingsmodifikation der Su-25UB. Die außergewöhnliche Zuverlässigkeit dieser Maschine wurde höchstwahrscheinlich zur Grundlage für den FSB, dem es nichts ausmachte, die Su-25UB Wladimir Putin während seines Aufenthalts im Nordkaukasus zu fliegen. Manchmal scheint es, dass sich das Leben eines Konstrukteurs vollständig hinter den Mauern geheimer Labore und Werkstätten abspielt. Tatsächlich erfordert das Geheimhaltungsregime gewisse Einschränkungen und vielleicht war deshalb die engste Vertraute von Wladimir Babak seine Frau und treue Freundin Marina Michailowna. Sie ist Regisseurin, Gewinnerin verschiedener Auszeichnungen. Wir haben eine rein menschliche Verbindung. Ich fange an, sie zu kritisieren, was für schlechte Filme sie macht, und sie kritisiert mich, dass ich keine Flugzeuge bauen kann. Es war Marina Michailowna, die als erste von der Entscheidung ihres Mannes erfuhr, einen fliegenden Panzer zu bauen. Das Superflugzeug Su-39. Und jetzt werden Sie es gleich sehen. Stellen Sie sich vor, dass ein Pilot der Su-39 mit Hilfe einzigartiger Geräte den Namen einer Straße oder die Nummer eines Hauses in einer Millionenstadt in einer Entfernung von bis zu 10 Kilometern lesen kann. Laut amerikanischen Experten war das Flugzeug seinerzeit 10 Jahre voraus. Heute kann genau dieses Flugzeug bei Antiterroroperationen zu einem wichtigen Bindeglied bei der Durchführung von gezielten Angriffen werden. Die Konstrukteure haben diese Perfektion nicht auf Anhieb erreicht. Die außerordentlich komplexen Aufgaben, die den Angriffsflugzeugen zugewiesen wurden, wurden auf eine einfache Formel reduziert: Anflug, Sturzflug, Zerstörung. Aber wie sich herausstellte, können nicht alle Ziele im Sturzflug zerstört werden, vor allem nicht bewegliche Panzerfahrzeuge. Als Chefkonstrukteur wurde ich 1981 zunächst damit beauftragt, ein solches Flugzeug auf der Grundlage der Su-25 zu bauen. Es sollte sich quasi ein Scharfschütze unter diesem fliegenden Panzer befinden. Das heißt, die Aufgabe bestand darin, gepanzerte Fahrzeuge zu zerstören, die mit etwa 60 bis 80 km pro Stunde im Feld unterwegs waren. Diese Aufgabe erwies sich als sehr schwierig, denn in den 3 oder 5 Sekunden, in denen die Rakete zum Ziel fliegt, hat der Panzer Zeit, sich mehrere Dutzend Meter vom Zielpunkt zu entfernen. Bis jetzt ist dieses Problem sogar in NATO-Ländern eine Priorität für die Angriffsluftfahrt. Die Lösung ist dort noch nicht gefunden worden, aber das Suchoi-Konstruktionsbüro hat auch dieses Problem gelöst. Wir haben das optische Squall-Fernsehsystem entwickelt. Es ist dieses vollautomatische System, das es dem Piloten ermöglicht, nach dem Prinzip Schießen und Vergessen zu handeln. Nach dem Abschuss der Rakete erfolgt die Zielerfassung ohne seine Beteiligung. Die erste und wichtigste Aufgabe besteht darin, dass dieses System die automatische Verfolgung eines sich bewegenden Ziels, zum Beispiel eines Panzers, in einer Entfernung von bis zu 10 km mit einer Genauigkeit von einem halben Meter gewährleistet. Später, mit dem Einsatz eines Langstreckenzielerfassungsradars und eines Nachtsichtgeräts, wurden die Fähigkeiten des Flugzeugs einfach unglaublich. Beim ersten Mal haben wir versucht, diesen Teleautomaten, der das Bild speichert, an einer Krähe zu testen. Das heißt, wir haben der Teleautomatik die Krähe gezeigt und die Teleautomatik hat das Bild der Krähe übermittelt. So etwas habe ich noch nie gesehen. Das System lief, bewegte sich und sprang.
Sie können sich ja vorstellen, wie sich eine Krähe bewegt. Zusammen mit dem Zielsystem wurden spezielle Panzerabwehrlenkraketen für das neue Kampfflugzeug entwickelt. Die wichtigste für dieses Flugzeug entwickelte Waffe ist die Wicher, Panzerabwehrlenkwaffe, entwickelt vom Tula Konstruktionsbüro. Das ist eine Munition, die eine 1 Meter dicke Panzerung eines Panzers durchdringt. Eine hochpräzise Waffe verändert sogar die Psyche des Piloten. In seinen Händen ist es jetzt ein Juwelierwerkzeug. Es gab einen Fall in Tschetschenien, als ein Pilot der Su-39 den Befehl erhielt, eine Brücke zu zerstören, aber ein nicht unbekanntes Auto fuhr gerade darauf. Nun, die Piloten kamen mit der Su-39 und warfen zuerst eine Bombe vor dem Auto ab und die zweite dahinter. Die Brücke davor und dahinter ist eingestürzt und in der Mitte blieb das Auto stehen. Das Angriffsflugzeug Su-39 ist heute eines der besten Beispiele für intelligente Waffen. Um sie effektiv zu nutzen, schlägt Wladimir Babak vor, in Lipetsk eine spezielle, schnelle Eingrifftruppe einzurichten, die einen sofortigen Antiterroreinsatz durchführen könnte. Der Akt der staatlichen Prüfung enthält eine interessante Formulierung. Das Flugzeug und die in diesem Flugzeug installierten Systeme haben keine Analoge in der Welt. Mit anderen Worten, verfügen wir heute über das einzigartigste Flugzeug, das unseren Streitkräften zum Schutz der Grenzen unseres Staates zur Verfügung gestellt werden könnte. Wladimir Babak hatte seit seiner Kindheit von der Luftfahrt geträumt, kam aber erst unter sehr dramatischen Umständen mit ihr in Berührung. Zu Beginn des Krieges, während der Evakuierung nach Charkow, wurde seine Familie bombardiert. In Charkow wohnten sie dann neben einer Traktorenfabrik. Und jede Nacht griffen deutsche Flugzeuge die Traktorenfabrik an. Und ich erinnere mich, dass meine Mutter mich immer irgendwo unten versteckt hat und sagte, ich soll einfach nur am Leben bleiben und mich von diesen Splittern, die rumfliegen, fernhalten. Und das war ein weiterer Moment in meinem Leben, in dem ich mich daran erinnerte, dass die Fliegerei eine ernste Sache ist, die jeden Tag effektiver wird. Nach dem Krieg hatte Wolodja ganz normale Hobbys für diese Jahre. Flugmodelle, Vereine, Segelflugsektionen. Als die Frage nach seiner Berufswahl aufkam, gab es keinen Zweifel. Nur die Luftfahrt. Und er schrieb sich am Moskauer Luftfahrtinstitut ein. Im Jahr 1959 trat ich in das Sukhoi-Konstruktionsbüro ein und begann in der Luftfahrt zu arbeiten. Und ich bereue es nicht. Es gibt keinen einzigen Tag, den ich bereue. Ich fühle mich immer irgendwie, Sie wissen schon, selbstbewusst. Ich weiß, dass wir das beste Kunstwerk namens Flugzeug herstellen. Ich bin überzeugt, dass wir den westlichen Flugzeugen in vielerlei Hinsicht voraus sind. Heute ist Wladimir Babak nicht nur einer der führenden Flugzeugkonstrukteure, sondern auch Präsident des erfolgreichen Sukhoi Stumovik-Konzerns, der 47 Unternehmen, Forschungsinstitute und Konstruktionsbüros in Russland vereint. Dies ist ein gutes Beispiel dafür, dass es möglich ist, erfolgreich zu arbeiten, ohne sich ausschließlich auf staatliche Hilfe oder westliche Kredite zu verlassen. Der Wunsch, Probleme nach dem Vorbild des Westens zu lösen, hat uns die Unabhängigkeit ausgetrieben, sagte einst Dmitri Mendelejew. Zum Glück ist die Situation etwas anders, wenn es um die Entwicklung neuer Waffen geht. Und die russischen Waffenschmieden sind längst zu Trendsettern geworden. Einer dieser Trendsetter war und ist der beste russische Flugzeugkonstrukteur Wladimir Babak, der die Su-39 entwickelte, das beste Bodenangriffsflugzeug des 21. Jahrhunderts. Für seine Verdienste um das Vaterland wurde Wladimir Babak mit dem Orden des Ehrenzeichens und dem Orden des Roten Banners der Arbeit ausgezeichnet. Er ist zudem Preisträger des Staatspreises. Dies ist das letzte Drittel meines Lebens. Alles, was ich in den letzten 20 Jahren erlebt habe, ist mit diesem Kampfflugzeug verbunden. Freude und Sorgen, Stürze und Aufstiege, Krieg und Frieden und neue Flugzeuge. Wir machen das schon seit 20 Jahren. Was soll ich also noch sagen? Dies ist mein Leben der letzten 20 Jahre. Das 21. Jahrhundert hat die Welt mit einer neuen Bedrohung konfrontiert, dem internationalen Terrorismus. Und obwohl das Angriffsflugzeug Su-39 für ganz andere Aufgaben geschaffen wurde, ist es jetzt an der Zeit.